hier eindeutig Nico Parlier am Frankreich, Gewinner des letzten Position. Florian Gruber, Arbeitsgabe, Gericht in der Renne Nummer 2. Jetzt drückt er die Daumen, dass es hier bleibt, aber nicht knapp bis zum Ende. Der erste Start geplant für 12 Uhr. diese weiß-orange-schwarze Kajter, das könnte Florian Gruber sein. Also sind zunächst hier auf Steuerbord gut an die Tonne gefahren und da kann man sehen, mit absoluten Highspeed geht um die Tonne. Position 2 ist zurückgefallen auf den dritten Rang. Ja, 2, weiß, schwarz, orange, Gleichschaffer, Gleichschaffer mit dabei. Olly Bridge zu Gruber. Wir wissen nicht, wer welcher ist. Ist erfolgt, und so wie es aussieht, sieht der Start ganz links nach rechts fahren, jetzt also auf die Luftstoffe zu. Und da sehen wir es, es müssen mal wieder Wände gefahren werden, eventuell der Fahrer mit dem roten Kreis hoch genug. Ja, und die haben es tatsächlich ganz haarscharf geschafft. Höchstwahrscheinlich ist Axel Mazella, der war heute auf jeden Fall immer wieder mit dem roten Kreis dort zu beobachten. Axel Mazella an Position 1 um die G-Tonne gegangen. An der Lufttonne dieser orangen Kajt, das ist Axel Mazella aus Frankreich. In diesem Moment passiert die Tonne. Geht jetzt wieder auf den Raumverstoß. Nico Parlier an Position 2 und dann in der Tat die beiden Bridge-Brüder Oliver und Guy Bridge an Reihe 4 spektakulärer Sprung um die Tonne von Guy Bridge. Immer weiter zum Zweikampf zwischen den beiden. Der hier also, jetzt ist Boden geworden, aber das hat er ganz elegant gemacht. 5, 4, 3, 2, 1, down! Und damit der Start erfolgt draußen, von Daumen runtergezählt auf 0, das Feld ist unterwegs. Nico Parlier hat als erstes seine Wände gefahren und fast synchron dann auch Axel Mazella, die beiden Bridge-Brüder. Und Nico Parlier um die Tonne, Axel Mazella ebenfalls. Ganzer Fleißverkeils, weiter davon. Schwierig auseinanderzuhalten, Nico Bridge, Olly Bridge. Ein richtiger Fighter zwischen den beiden führenden Franzosen. Jetzt gehen sie um die Tonne. Sollte man jetzt gut beobachten. Also die Kurve nach links, wieder hier außen. Es wirkt so, als wäre Nico Parlier auf dem anderen Kurs oder ein bisschen schneller. So, also die Temperatur ist Sonnenschein. Bis 11 Knoten, gerade nochmal die Bestätigung bei der Wechselanlage wird auf dem Kurs gemessen. Nico Parlier in diesem Moment um die Tonne an 1, Axel Mazella dahinter an 2. Eine Meldung bis jetzt über die Punktleitung zur Wettfahrt. Mazella, Position 3 geht wieder an Olly Bridge aus Großbritannien. Applaus für Nico Parlier. Auch Axel Mazella kommt hier am Strand an. Herzlichen Glückwunsch für ihn.